Willkommen zu Nörden spielt. Bei Humble Bundle gab's ein Spiel kostenlos. Ashes of the Singularity Escalation. Ein Real-Time Strategy Game. Mal gucken, ob das was taugt. War so schlecht nicht getestet. Hoffentlich gibt's mal ein einigermaßen vernünftiges Tutorial, damit ich mir das Spiel mal ein bisschen aneignen kann. Soll große Massenschlachten geben. Viel Kleingewusel. Mal schauen, wie es ist. Wenn sich denn mal was tun würde. Von Stardock? Das sind die früher Windows. Stell dir eine Zukunft vor, in der die Menschheit so mächtig wird, dass sie individuell Tausende von halbempfindungsfähigen Maschinen auf einer ganzen Welt kontrollieren kann. Jetzt stell dir vor, dass die Menschheit fähig wäre, individuelle Partikel über Zeit und Raum hinweg zu manipulieren, um Welten mit diesen Maschinen zu besiedeln. Was glaubst du, was wohl passieren würde? Du glaubst, dass ein endloser Krieg durch die Sterne toben würde? Du hättest recht. Endloser Krieg. Kampagne. Szenario. Grundlagen-Tutorial. Damit fangen wir mal an. Willkommen bei Ashes of the Singularity. Linksklick, um Einheiten Gebäuden auszuwählen, oder Linksklick halten, um einen Auswahlraum zu ziehen. Rechtsklick, um grundlegende Befehle anzugeben. Mausrad zum Zoomen. Dies ist Ihr Nexus. Er ist das Zentrum Ihrer Wirtschaft. Fällt er, fallen Sie mit ihm. Das sollte Ihnen als Anreiz reichen, ihn entsprechend zu verteidigen. Ja, mach ich. Der Nexus ist außerdem die einzige Struktur, die es Ihnen erlaubt, Techniker anzufordern. Sie sind unverzichtbar für den Bau von Gebäuden. Das übliche Basis, Techniker. Dieser Nexus ist außerdem von Metallvorkommen umgeben. Diese generieren automatisch ein kleines Einkommen, welches durch den Bau von Metallextraktoren erhöht werden kann. Bauen Sie nun mit Hilfe Ihres Technikers einen Metallextraktor über einem der Metallvorkommen. Das ist der Techniker. Metallextraktor dahin. Gut,
War ja nicht so schwer. Müssen wir noch einbauen. Bauen Sie zwei Metallextraktoren. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben den ersten Schritt auf Ihrem Weg zur Eroberung der Galaxis gemacht. Ja, klasse. In der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet sich die Ressourcenanzeige. Sie können hier Ihren Vorrat, Ihre Lagerkapazität und Ihr Einkommen pro Sekunde ablesen. Metall wird automatisch in Ihr Lager transportiert, bis Ihre maximale Lagerkapazität erreicht ist. Ist dies der Fall, wird jegliches Metalleinkommen verschwendet. Wenn Ihr Einkommen weiter steigt, werden Sie deshalb Ihre Produktion erhöhen und Ihre Ausgaben steigern müssen, um dies zu kompensieren. Nutzen Sie Ihr Metall, um eine Fabrik zur Produktion von Fregatten zu bauen. Im Rahmen dieser Einführung wurden Bau- und Eroberungsgeschwindigkeit erhöht. Aha. Dann bauen wir jetzt da mal eine Fabrik. Übliches RTS-Spiel, das sich nicht wesentlich von den anderen unterscheidet. Extraktoren und Fabriken. Ihre Fabrik ist fertiggestellt. Zeit, einige Brutes zu produzieren. Während sich Ihre Brutes im Bau befinden, können Sie den Befehlskette-Wiederholen-Knopf drücken, um die Fabrik endlos weitere Einheiten produzieren zu lassen. Dies sind genug Brutes für den nächsten Schritt. Schicken Sie sie aus, um den Generator im Westen zu erobern. Generatoren werden von neutralen Einheiten, die Creeps genannt werden, verteidigt. Sie müssen ausgeschaltet werden, bevor der Generator erobert werden kann. Jetzt über einen Generator samt Metallextraktoren verfügen, werden Sie nun ein Einkommen aus den umliegenden Vorkommen erhalten. Sie erwirtschaften zurzeit Metall, jedoch kein Uran. Dies ist eine Uranregion. Erobern Sie Ihren Generator mit Brutes und bauen Sie Uranextraktoren auf den umliegenden Vorkommen. Mit. Eine Uranregion. Erobern Sie Ihren Generator mit Brutes und bauen Sie Uranextraktoren auf den umliegenden Vorkommen. Ja, machen wir. Nicht genug Uran. Da Sie nun sowohl ein Metall- als auch ein Uraneinkommen verzeichnen, wird es Zeit, in den Bau von Kreuzern zu investieren. Bauen Sie mit einem Techniker ein Arsenal. Während Ihr Arsenal gebaut wird, können Sie bereits einen Sammelpunkt setzen. Dieser erlaubt es neu produzierten Einheiten, sich automatisch zur Front zu bewegen.
der Sammelpunkt. Wählen Sie Ihr Arsenal aus und Sie werden sehen, dass eine breite Auswahl an Kreuzern zum Bau zur Verfügung steht. Jeder Kreuzer besitzt eine bestimmte Rolle in einem Stein-Schere-Papier-System, in dem er gegen einen bestimmten anderen Einheitentyp besonders spezialisiert ist. Durch das Bewegen der Maus über das Bausymbol wird ein Tooltip sichtbar, welcher die Rolle der jeweiligen Einheit erklärt. Der Bau einer ausgewogenen Armee und deren Anpassung an den Gegner ist spielentscheidend. Es gibt noch eine weitere Art von Region, die wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Dies ist ein Turinium-Generator. Wird er lange genug gehalten, kann eine kritische Masse von Turinium zum Sieg führen. Turinium wird nur dann generiert, wenn sie mehr Generatoren als ihr Gegner halten. Die Eroberung mehrerer Generatoren wird ihr Einkommen jedoch weiter steigern. Turinium-Generatoren werden gut von Creeps bewacht. Zeus-Kreuzer sind ideal, um diese auszuschalten, aber genügend Fregatten können auch erfolgreich sein. Entsenden Sie nun Truppen, um den Generator zu erobern. Einfach mal alles Mögliche. So haben. Sanitäter heilen. Nicht genug Metall. Am oberen Bildschirmrand können Sie den Fortschritt zu einer kritischen Masse an Turinium erkennen. Wächst Ihre Armee, werden Sie Ihre Logistik ausbauen müssen. Logistik dient als Bevölkerungslimit, welches erhöht werden muss, um größere Armeen zu unterhalten. Wenn Sie Ihre maximale Logistikkapazität erreichen, können Sie keine weiteren Einheiten produzieren. Die entstehende Flut an Ressourcen kann so schnell zur Einkommensverschwendung führen. Ihre Logistik wird am oberen Ende Ihres Ressourcendisplays angezeigt. Gezeigt werden die aktuell genutzte sowie die maximal verfügbare Logistik und ein Plus-Symbol, um die Kapazität schnell zu erhöhen. Wir haben Ihnen einen Dreadnought geschickt, um Ihre Logistikkapazität zu erreichen. Erhöhen Sie jetzt Ihre Kapazität. Gut. Logistik-Upgrades benötigen eine dritte Ressource, Quanta. Sie werden nicht in der Lage sein, Ihre Logistik weiter auszubauen, bis Sie mehr Quanta besitzen. Quanta wird durch Quantum Relays gewonnen, welche von Ihren Technikern gebaut werden. Errichten Sie nun eins. Hier sind einige zusätzliche Techniker. Die Benutzung mehrerer Techniker zum Bau eines Gebäudes senkt dessen Bauzeit. Logistik ist nur eines von vielen Quantum-Upgrades. Öffnen Sie das Quantum-Upgrades-Menü, um eine Reihe von wirtschaftlichen und militärischen Verbesserungen zu sehen. Quantum-Upgrades können beliebig oft angewendet werden. Sie kosten jedoch jedes Mal mehr. Wir schicken Ihnen etwas zusätzliches Quanta. Benutzen Sie es, um Ihren Waffenschaden zu erhöhen. Dann machen wir hier demnächst weiter.